eine Predigt über ein Monatslied, was wir gleich nach der Predigt singen. Ein Lied, in dem es, finde ich, so ein bisschen um, nicht nur ein bisschen, also doch ein bisschen und doch ein bisschen mehr, um Sinn des Lebens geht. Und deswegen gleich zu Beginn mal die Frage, wer von euch, ihr dürft euch anonym mit einem Arm unauffällig melden, wer von euch glaubt, dass es sowas wie einen Sinn des Lebens gibt? Gute anonyme Antwort. Wer von euch glaubt, dass euer persönliches Leben so einen ganz bestimmten Sinn hat? Also nicht nur so ein allgemeiner Sinn des Lebens, sondern mein Leben hat einen ganz bestimmten Sinn. Ja, dann können wir die Predigt nach 33 Sekunden beenden und machen weiter mit dem nächsten Lied. Nein, Sinn des Lebens. Ich glaube, es ist zumindest oder gehört zu den größten Fragen der Menschheit immer wieder. Vielleicht schon immer und immer wieder auf verschiedene Art, aber so die Frage nach dem Sinn des Lebens, irgendwie eine große Frage vieler Menschen. Nicht alle, aber ich glaube vieler Menschen. Und das kann man ganz unterschiedlich beantworten. Und ich habe jetzt nicht alle Möglichkeiten aufgezählt, aber mal ein paar, wie man es vielleicht beantworten könnte. Also man, biologisch könnte man das beantworten. Irgendwie so, Sinn des Lebens ist, Leben weiterzugeben, eine bestimmte Rolle im ökologischen Gefüge einzunehmen. Ich glaube, sehr bekannt ist die arme Eintagsfliege, wo ja irgendwie zumindest männliche Wesen oft nicht viel länger als 24 Stunden leben und in den 24 Stunden wird eigentlich nur Leben weitergegeben. Also ich vermute, den meisten Menschen würde das nicht reichen als Sinn des Lebens, nur kurze Zeit leben und Leben weitergeben. Aber trotzdem, biologisch kann man das beantworten. Karriere und Erfolg, Beruf könnte auch eine Antwortmöglichkeit sein. Also mein Sinn ist, etwas zu erreichen oder ähnlich oder damit verwandt, etwas zu hinterlassen. Das muss gar nicht zwingend jetzt Karriere oder Beruf sein. Das kann ja auch so ein weites Schlagwort Weltverbesserung sein. Ich möchte irgendwie die Welt besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das ist etwas, was mir Sinn gibt oder meinem Leben Sinn gibt. Glück und Genuss, also Stichwort Carpe Diem, Sinn des Lebens ist das Leben zu genießen, das Beste draus zu machen. Und auch so etwas wie vielleicht Beziehung und Familie, dass man sagt, oder Liebe. Also mein Sinn des Lebens ist, geliebt zu werden, Liebe weiterzugeben. Mein Sinn des Lebens besteht zumindest für eine bestimmte Zeit darin vielleicht, dass mein Kind gut erzogen wird, dass ich das, was mir wichtig ist, weitergebe. Liste unvollständig. Aber man kann diese Frage erstmal ganz verschieden beantworten. Und während ich so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, irgendwie finde ich, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens zwischen Luxus und sowas wie ein Grundanliegen der Menschheit schwankt. Damit meine ich, in Extremsituationen höre ich, nicht, dass ich das erlebt hätte, oder liest man, glaube ich, immer mal wieder, dass in Extremsituationen ganz oft Menschen herausfinden, was zumindest ihr aktueller Sinn des Lebens ist. Wenn es darum geht, die letzten Kräfte zu mobilisieren, um zu überleben, dass ganz oft Menschen hinterher erzählen, ich wollte noch Folgendes erleben. Ich wollte auf jeden Fall noch nach Hause meiner Frau sagen, dass ich sie liebe. Ich wollte noch die Geburt meiner Enkeltochter erleben. Also eine Extremsituation, schwerer Krankheit, in plötzlicher Not, dass manchmal klar wird, was einem wirklich wichtig ist und was vielleicht auch besonderen Sinn für das eigene Leben stiftet. Und da würde ich sagen, das ist dann wie so ein Grundanliegen, das wahrscheinlich alle Menschen haben, wenn man in so eine Situation, oder haben können, wenn man in so eine Situation kommt. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, ist das auch eine krasse Luxusfrage ganz oft. Was ist mein Sinn des Lebens? Also für mich war das schon, ich sage mal so, Menschen in meinem Alter ganz normal, dass man auch nach der Schule sich mal so ein Jahr Zeit nimmt, um zu überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Das ist ja auch eine Art der Frage nach dem Sinn. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder wie ihr das vielleicht auch sozusagen so kennt. Das war ja nicht in allen Zeiten und ist auch nicht in allen Welten, Teilen der Fall, dass man sich einfach mal so ein Jahr freinehmen kann und sagt, nö, also du, ich reise jetzt mal nach Thailand und dann gucke ich mal, ob mir der Sinn des Lebens einfällt. Das ist ja auch Ausdruck eines gewissen Wohlstands, eine gewisse Luxussituation, wenn man sich diese Frage so stellen kann. Und wenn nicht jemand sagt, dann ist mir egal, was du willst, du kommst jetzt auf den Hof und arbeitest hier mit und lernst das, was ich gelernt habe. Punkt. Und deinen Sinn des Lebens kannst du später suchen. Also die Frage, finde ich, kann irgendwo auch zwischen Luxus und Grundanliegen verortet werden. Oh, Entschuldigung, das nächste Mal mache ich mein Mikro aus. Und dann dieses Lied, das heißt, geh auf die Suche nach mehr und genau da finde ich dich. Und ich unterstelle sozusagen dem Lied, dass
es hier um Gott geht. Also ich gehe auf die Suche nach mehr, ich gehe auf die Suche vielleicht nach meinem Sinn des Lebens und genau da finde ich dich, Gott. Wie ist das also vielleicht mit Gott und dem Sinn des Lebens? Auch da, glaube ich, gibt es wieder verschiedene Antwortmöglichkeiten und ich habe bestimmt nicht die vollständige Liste, aber ein paar Punkte, was Gott mit dem Sinn des Lebens zu tun haben kann. Und das Erste, ich nenne das mal unter diesem Schlagwort Berufung oder persönlicher göttlicher Zweck. Die These, die Erfahrung, Gott hat etwas mit mir vor. Er hat so einen Plan für mich. Oder ich konnte zumindest herausfinden, welchen Plan er für mich hat. Ich kenne das von mir persönlich auf so einer Ebene oder auf einer Art, die ich hier verorten würde. Ich wollte nämlich nie Pastor werden. Ich wollte Journalist werden oder Regisseur. Eins von beiden. Und ich habe dann angefangen, habe Praktika als Journalist gemacht und war beim Hamburger Abendblatt und beim Spiegel Online. War ich gar nicht so schlecht, war ich ganz zufrieden. Ich habe mir auch ein Jahr Zeit genommen, über den Sinn meines Lebens nachzudenken. Und ich habe dort aber festgestellt, ich bin nie so richtig erfüllt nach Hause gegangen. Wenn ich mal wieder irgendwie 10 Stunden am Text gesessen habe und 2000 Zeichen und dann 1800 und 2200 und ich war mit Kleinigkeiten beschäftigt. Ich war immer froh, wenn ich abends zu Hause war und in die Gemeinde gehen durfte und dann das machen durfte, was ich wirklich wollte. Und dann habe ich wirklich irgendwann dort gekündigt und habe gesagt, so Gott, mein Plan fürs Leben war jetzt irgendwie suboptimal. Der hat mich nicht erfüllt. Ich wüsste jetzt gerne, wenn es dich gibt, was du mit mir vorhast. Und es kam keine Stimme vom Himmel und hat gesagt, du wirst Pastor. Aber ich habe mir wirklich Monate Zeit genommen, habe gebetet, habe mit Leuten gesprochen und hatte nach diesen Monaten das Gefühl, das ist so mein Weg mit Gott oder das ist Gottes Weg mit mir, eins von beiden. Aber das war etwas, wo ich heute sagen würde, ich weiß nicht, ob das große Wort Berufung passt, aber ich sage immer, ich fühle mich von Gott ein bisschen geleitet und geführt an dieser Stelle. Und das war etwas, wo ich Gott persönlich gefragt habe, was hast du mit mir vor? Und ich habe zumindest auf eine Art das Gefühl gehabt, ich bekomme auch eine persönliche Antwort, in dem Sinne, dass er ja nicht allen Menschen sagt, sie sollen Pastorinnen werden. Ein paar mehr könnte das sagen, wir haben nämlich ein bisschen Nachwuchsmangel, aber das muss er wissen. Also, Sinn des Lebens kann man bei Gott, denke ich, auf dieser Ebene der persönlichen Berufung kann man beantworten, muss man aber nicht. Man kann es, glaube ich, auch allgemeiner fassen und sagen, warte mal, im Vater Unser, da beten wir immer, dein Reich komme. Da würde ich gerne mitmachen. Ich wäre gern MitarbeiterIn im Reich Gottes verbreiten. Also nicht vielleicht dieses, jetzt überspitzt gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dies tun oder jenes tun oder Gott hat mir diesen Sinn oder jenen Sinn in meinem Leben gezeigt, sondern vielleicht sowas wie eine allgemeine Berufungsgeschichte. Ich lasse mich von dem, was ich in der Bibel finde, ganz allgemein erstmal berufen. Und sagt, das ist mein Sinn des Lebens, ich möchte MitarbeiterIn im Reich Gottes verbreiten sein. Es kann aber auch sein, glaube ich, dass Gott gar nicht bei der Antwort oder der Frage nach dem Sinn des Lebens hilft, sondern wenn man den Unsinn des Lebens versucht zu verstehen, eine Antwort oder jemand ist, der beim Antwortsuchen hilft. Damit meine ich, plötzlicher Tod oder überhaupt Tod, ein Schicksalsschlag, Dinge, wo wir vielleicht manchmal sagen, ich sehe den Sinn nicht dahinter. Ich bin skeptisch, dass Gott allem immer Sinn schenkt und dass man irgendwie nur stark genug beten muss und feststellt, ah, so ist es gemeint. Aber ich erlebe es bei mir und ich höre es auch immer wieder von Menschen in Seelsorgegesprächen, dass Gott einer sein kann, der hilft, den Unsinn des Lebens zu ertragen, mit ihm zusammen diesen Unsinn auszuhalten. Nicht den Sinn zu finden, aber eben einen Weg zu finden, mit diesem Unsinn umzugehen. Und dann etwas, wo ich glaube, das ist zumindest in der Geschichte des Christentums eine der stärksten Antworten, wenn es um den Sinn des Lebens geht, auch wenn das nicht immer mit diesem Wording verbunden wird. Ich glaube aber, dass Gott besonders gut darin ist, uns Sinn durch Sein zu schenken. Sinn durch Sein. Also Gott schenkt uns einen Sinn durch unsere Existenz. Das war ein großes Thema bei Martin Luther, das ist ein großes Thema im Römerbrief, also in einem Brief im Neuen Testament.
Und das kann durchaus als so ein regelrechter Gegenentwurf verstanden werden, gegen so manche akribische Sinnsuche. Ich muss den Sinn meines Lebens finden. Ich will herausfinden, was Gott mit mir vorhat, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Da kann das wie so ein befreiender oder erleichternder Gegenentwurf sein, dass man in der Bibel lesen kann, also mein Sinn des Lebens, der ist schon erfüllt durch mein Sein, durch meine Existenz. Ich muss für Gott nicht noch irgendeine bestimmte Aufgabe übernehmen, damit ich irgendwie in seinem Plan den richtigen Platz einnehme. Man könnte sagen, oder so runterbrechen, auch wenn ihr das vielleicht oft genug gehört habt, aber Gott liebt mich unabhängig von dem, was ich tue oder nicht tue. Ich muss für Gott keinen bestimmten Sinn finden oder erfüllen, um von ihm geliebt zu werden. Es gibt, soweit ich weiß, keine Bibelstelle, in der es heißt, geh hin und suche deinen Lebenssinn, auf das der Herr, dein Gott, dich segnet. Oder irgendwie dergleichen. Und dann kann man, finde ich, auch zwei starke biblische Antworten finden oder zwei Texte sind für mich sehr prägnant, sehr wichtig, wenn es um Sinn des Lebens geht. Und der eine Text ist aus dem Alten Testament und der andere aus dem Neuen Testament. Der eine aus dem Schöpfungsbericht. Und den möchte ich einmal vorlesen. Der geht ein paar Zeilen, aber nicht zu lang, keine Sorge. Aus 1. Mose 1, 26 bis 28. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Ich finde, man könnte diese Zeilen, diese Verse aus dem Schöpfungsbericht sowas wie als einen allgemeinen Auftrag an die Menschheit verstehen. Gott, der sagt, hier ist die Erde, kümmert euch drum. Ein Gott, der sagt, ihr habt eine Verantwortung gegenüber dieser Erde. Ich habe sie wirklich gut gemacht und jetzt sorgt euch darum, anständig. Man kann sich dann streiten, was heißt das Wort herrschen? So, reden wir über Wladimir Putin herrschen, reden wir irgendwie über Olaf Scholz herrschen oder irgendwas dazwischen. Ich glaube, oder so wie ich dieses Wort auch in seiner Ursprungsform verstehe, dass es immer um ein verantwortungsvolles Herrschen, nicht um ein ausbeutendes oder unterdrückendes Herrschen geht. Dass Gott uns die Erde verantwortungsvoll übereignet auf eine Art. Deswegen finde ich, könnte man sagen, wenn wir über Sinn des Lebens sprechen, wir finden in der Bibel vielleicht so etwas wie ein Gott, der sagt, hier, das könnte so ein Grundsinn deines Lebens sein. Kümmere dich verantwortungsvoll um diese Erde. Und dann im Neuen Testament der sogenannte Missionsbefehl, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Ich lese auch noch einmal kurz vor. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist, finde ich jetzt, also eben war so allgemein an alle Menschheit, hier ist die Erde, kümmert euch drum. Jetzt wird es ein bisschen enger. Jetzt ergeht eine Art Auftrag an alle Christinnen, an alle Menschen, die sagen, ich bin hier, Jesus, irgendwie so einigermaßen mit dir unterwegs. Dieser Auftrag lautet, einladend vom Glauben erzählen. Taufen, von dem erzählen, was wir von Jesus wissen, was wir in der Bibel lesen. Und das alles in der Gewissheit, wir sind nicht alleine, sondern Jesus ist mit uns. Und ich glaube, dass im Prinzip hier auch inkludiert ist, in diesem Missionsbefehl, das, was wir im Vaterunser haben, dein Reich komme. Denn ich glaube, wenn wir von Jesus reden oder wenn man diesen Missionsbefehl anguckt, dann klingt es manchmal so, als ginge es darum, dass einer vorne steht und allen Leuten sagt, das ist Jesus, jetzt kommt zum Glauben. Und also so ein Missionsbefehl, der so klingt, als würde es nur um das Reden gehen. Aber ich glaube, wenn wir ernsthaft von Jesus reden, dann müssen wir früher oder später auch vom Reich Gottes
sprechen. Denn Jesus hat davon mehr als ausreichend geredet. Wenn wir also den Menschen von Jesus erzählen, dann erzählen wir ihnen eigentlich auch von der Welt, um die wir im Vater unser jedes Mal bitten. Und das ist eine Welt, für die gilt, dass Krieg echt scheiße ist. Das ist eine Welt, für die gilt, dass Ungerechtigkeit für Gott echt nicht akzeptabel ist. Das ist eine Welt, in der Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art nicht akzeptabel sind. Also wenn wir von Jesus erzählen, dann erzählen wir, glaube ich, früher oder später auch immer vom Reich Gottes. Und das heißt, wir reden auch immer davon, dass Gott eine Art Traum von einer besseren Welt hat. Jesus hat gesagt, relativ am Ende seines Lebens in Johannes 20,11, so sende ich euch nun. Also er sagt, ich wurde von meinem Vater in die Welt gesandt und jetzt sende ich euch auch in die Welt. Das geht an die gleichen Jünger, an die gleichen Menschen, an die er kurz vorher auch gesagt hat, geht raus und erzählt den Menschen von mir. Erzählt den Menschen vom Reich Gottes. Also Gott schickt uns Christinnen in die Welt und nicht aus ihr raus. Und auch das, finde ich, kann eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens sein. Also wenn du sagst, ich bin schon so ein bisschen Sinnsucherin oder ich bin Sinnsucher, auch für dich gilt der allgemeine Auftrag, hier ist die Erde, du hast Verantwortung für sie, und der etwas engere Auftrag für alle, die sich irgendwie mehr oder weniger Christinnen nennen und sagen, ich bin hier mit Jesus unterwegs. Und das heißt, Reich Gottes in die Welt tragen, mit Wort und mit Tat. Also was macht Gott mit unserer Sinnsuche? Gilt das, was in dem Lied unterstellt wird, dass irgendwie, wenn wir uns auf die Suche nach dem Sinn des Lebens geben, dass wir bei Gott ankommen können? Ich glaube, können auf jeden Fall, aber auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, so wie wir auch unreligiös und ohne Gott quasi bei der Suche nach dem Sinn des Lebens verschiedene Antworten geben können, ob nun eher biologisch, ob eher Carpe Diem, ob eher, für mich ist Familie das Wichtigste, ganz unterschiedliche Antworten dort gegeben werden können. So glaube ich auch mit Blick in die Bibel, mit Blick auf den Gott der Bibel. Vielleicht knüpfst du bei diesem Berufungsthema an. Vielleicht sitzt du gerade hier oder hörst es irgendwann im Podcast oder jetzt gerade im Livestream und sagst, ey, das ist genau meine Frage, was hat Gott mit mir vor? Und ich glaube, dass es das gibt, dass Gott einem quasi so etwas wie eine persönliche Berufung schenkt. Und es gibt mit Sicherheit keinen Automatismus, wie man das bekommt oder wie das funktioniert, aber ich glaube, wenn das für dich gerade der Anknüpfungspunkt ist, dann könnte sein, dass Beten und Bibellesen ein guter nächster Schritt ist. Und so viel mit Gott ins Gebet zu gehen und zu sagen, ich möchte wissen, was du mit mir in meinem Leben vorhast. Vielleicht sagst du aber auch, nee, also so dieses Berufungs-, also das ist mir immer alles ein bisschen viel, das ist mir too much. Ich fühle mich aber total wohl, sowas wie ein allgemeiner Mitarbeiter, eine allgemeine Mitarbeiterin im Reich Gottes zu sein. Ich brauche nicht diese persönliche Berufungsgeschichte, aber ich möchte dabei sein, wenn mehr Reich Gottes wird. Und dann ist Gott vielleicht mehr dein Motivator, sich ganz aktuell für die Dinge einzusetzen, die politisch oben aufliegen. Sei das Klimaschutz, sei das ein Kampf gegen demokratiefeindliche Kräfte. Also vielleicht ist Gott dann dein Motivator, auf die nächste Demo zu gehen oder etwas ganz pragmatisch anzutun und nicht erstmal Hände falten und in der Bibel lesen. Und vielleicht stresst dich auch die Suche nach dem Sinn des Lebens. Vielleicht ist das etwas, wo du sagst, ey, das macht mir mal kein gutes Gefühl, dieses ständige Suchen müssen. Und dann darfst du, glaube ich, dich mit voller Leidenschaft hineinfallen lassen in das, was ich jetzt eben Sinn durch Sein genannt habe. Hineinfallen lassen in die Arme des Gottes, der sagt, du musst für mich nichts leisten. Du musst keinen Sinn suchen, du musst ihn auch nicht finden, du musst nichts Bestimmtes tun. Dein Sinn für mich entsteht durch deine Existenz. Das ist auch ein Evangelium, eine gute Nachricht. Dein Sinn entsteht für Gott nicht durch Leistung, nicht durch Sinn suchen und nicht durch Sinn finden. Also, geh auf die Suche nach mehr und genau da finde ich dich. Das singen wir jetzt gleich. Und man könnte dem Lied unterstellen, na, das ist aber ein bisschen offen gehalten alles. Da fehlt mir jetzt aber so eine klare Aussage. Aber ich mag das gerade deshalb, weil ich glaube, dass auch Gott uns eine gewisse Vielfalt an Antwortmöglichkeiten schenkt. Und wenn für dich Sinn des Lebens ein Thema ist und wenn du sagst, was hast du Gott damit zu tun, dann hast du, glaube ich, auch verschiedene Möglichkeiten anzuknüpfen.
Und deswegen lade ich ein, jetzt in dieser Vielfalt, die uns das Lied schenkt, voller Inbrunst mitzusingen. Und vielleicht ja auch beim Singen ein bisschen zu überlegen, wo ist denn dein Anknüpfungspunkt? Eher das Berufungsding, eher das allgemeine Mitarbeiterin oder bin ich eher bei Sinn durch Sein und lasse mich jetzt also durch Gott befreien von irgendeinem Druck, dass ich etwas suchen oder finden muss. Jetzt wird gesungen und wir singen das so lange, bis alle einen Sinn gefunden haben. Ne, Quatsch. Also, herzliche Einladung, wieder genauso kräftig mitzusingen.